Kollege, nächster Redner in unserer Debatte ist für die Fraktion Die Linke unser Kollege Jörn Munderlich. Bitte schön, Kollege Jörn Munderlich. Guten Abend. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Regeln, wo Regelungsbedarf ist. In dem vorliegenden Gesetzentwurf geht es fast ausnahmslos um Strafschärfung. Die Strafrahmenanhebung des § 113 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist unangemessen und nicht notwendig. Der Täter, und das war schon gesagt worden, war bisher gegenüber beispielsweise der Nötigung durch diesen Tatbestand privilegiert. Und diese Privilegierung folgte der Erkenntnis, dass es in Vollstreckungssituationen leicht zu Affekthandlungen des Betroffenen oder auch eines Dritten, der für ihn Partei ergreift, kommen kann. Und diese Privilegierung trägt diesem nachvollziehbaren Umstand Rechnung. Und das wird jetzt ohne Argumente abgeschafft. Alkoholisierte oder sich im Recht glaubende Personen, welche meist Täter des § 113 Strafgesetzbuch sind, lassen sich doch nicht durch einen höheren Strafrahmen abschrecken. Die machen zu Beginn der Tat keine Kosten-Nutzen-Abwägung, sondern die handeln spontan und emotional. Und gegenwärtig wird auch in den abgeurteilten Fällen des 113, und die Zahlen, die Herr von Essen genannt hat, sind ja nur Anzeigen, keine Taten als solche, keine abgeurteilten Taten, wird der Strafrahmen von den Gerichten äußerst selten nach oben hin voll ausgenutzt. Und deshalb frage ich mich, warum sollen wir ihn noch weiter erhöhen? Bei dem Gesetzentwurf handelt es sich wirklich um reine Symbolpolitik. Und das ist doch kriminologisch erwiesen, dass eine Strafandrohung allein für sich keine abschreckende Wirkung hat. Und, das muss man auch sagen, die Sorgen der Polizei werden doch nicht dadurch gelöst oder verkleinert, dass wir auf Landesebene 30% der Stellen streichen und hier den Strafrahmen des 113 um 50% anheben und die Welt ist wieder in Ordnung. Wer das glaubt, der hat von Kriminologie, von der Justiz und vom Polizeidienst keine Ahnung. Gehen Sie raus, reden Sie mit den Polizisten. Die Realität sieht ganz anders aus. Willkommen in der Wirklichkeit, kann ich da nur sagen. Die Einbeziehung von Feuerwehrleuten und Rettungskräften ist auch nicht sachgerecht. Die wurden bereits, das ist auch schon erwähnt worden, durch den 240 und andere Strafrechtsnormen entsprechend geschützt. Die gefährlichen Werkzeuge mit reinzubringen und gleichzusetzen letztlich mit Waffen halte ich auch für verfehlt. Von Waffen geht eine andere Gefährdung aus. Und bislang konnte der erkennende Richter ja, wenn gefährliche Werkzeuge mitgeführt wurden, das letztlich auch unter Strafzumessung berücksichtigen. Das muss man nicht als Tatbestandsmerkmal in den Sachverhalt mit hineinnehmen oder in den Paragraphen. Das einzig Positive an dem Gesetzentwurf ist die Einführung des minderschweren Falls beim Diebstahl mit Waffen. Bislang ist ja allein das Bei-sich-Führen einer Waffe, zieht ja die erhöhte Strafe nach sich, ohne die Absicht zu benutzen, nur allein das Bei-sich-Führen. Und das hat in der Vergangenheit teilweise zu unerhört, möchte ich nicht sagen, aber zu ungerecht hohen Strafen im Einzelfall geführt. Dass da jetzt der minderschwere Fall eingeführt wird, ist das einzig Positive an diesem Gesetzentwurf. Aber wegen seines repressiven Charakters bis auf diesen Punkt ist das Gesetz im Übrigen in Gänze abzulehnen. Und der Deutsche Anwaltsverein und der Deutsche Richterbund haben ja in ihren Stellungnahmen und auch in der Anhörung am 27. Januar sich ganz überwiegend ablehnend gegenüber dem Gesetzentwurf geäußert. Eine Strafbarkeitslücke, die es zu schließen gilt, wird weder behauptet noch dargestellt, noch ist sie an irgendeiner Stelle ersichtlich. Der Polizei soll ein bisschen der Bauch gestreichelt werden, ohne dass ihr tatsächlich geholfen wird. Wir sollten keine Gesetze verabschieden, die lediglich Symbolcharakter haben, sondern, wie eingangs gesagt, regeln, wo Regelungsbedarf ist. Dankeschön.